So Leute, da sind wir wieder. In Shogun 2 Fall of the Samurai. Aufstieg der Samurai Fail am Anfang des Videos, ist natürlich perfekt. Egal, Aufstieg der Samurai meine ich natürlich. Ich habe nämlich gerade die ganze Zeit überlegt, was ich Let's Playen soll. Aufstieg oder Fall of the Samurai. Naja, egal. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Hat die Armee sollte dahin laufen, genau, so, da war was. Hier müssen wir mal schauen, dass wir hier unsere Armee mal rauskriegen. Mal gucken, wie viele Einheiten brauchen wir hier noch. 7 Einheiten ist ein bisschen krass übertrieben, aber wobei hier noch, ups, hier noch das Gebäude, das war das Falsche. So, das war das Richtige. Das Richtige oder das Falsche, keine Ahnung. Ja, lass mal einfach mal kurz da drin lassen, die Einheiten. Da müssen wir mal gucken, dass die Gegner bekehrt werden. Wieder, ups, dass die Gegner wieder bekehrt werden, sozusagen. Oh, müssen wir mal schauen. Wir brauchen ja unser Heimatgebiet wieder, um die Kampagne erfolgreich abzuschließen. Erforscht wird auch noch. Wir sind ein sehr militärlastiges Reich. Ist aber auch wichtig, um ja, einiges hinzubekommen. Wir haben jetzt momentan, weiß ich nicht, ob das von Vorteil oder von Nachteil ist, sind wir mit denen in einem Krieg, mit den Fukuhara Taira, mal eben gleich nachgucken. Fukuhara Taira sind wir nicht im Krieg, das ist sehr gut. Das heißt, die haben hier jetzt einen Keil reingehauen. Das heißt, wir können hingehen, schauen, damit wir den hier zum Vasallen machen. Und hier und die da, zwei Provinzen auch noch, oder die drei Provinzen auch noch, dass wir da auf jeden Fall eine sichere Grenze zu unserem Gegner haben. Und also, oder zu unserem, zu einem mächtigen Gegner vielleicht. Das wäre ja nicht mal so schlecht. Aber die Stadt kann man erobern. Das sollte kein Problem darstellen. Ja. So. Besetzen wir einfach mal. Und gut ist. Leider alle so ein bisschen anhängig an unseren Gegner. Aber, oder halt an unsere Rivalen. Aber das ist kein Problem. Wir haben jetzt einfach hier mal noch so einen anderen rekrutiert. So einen, wie heißen die Typen? Yusatsushi oder sowas in der Art. Haben wir jetzt einfach mal rekrutiert. Das geht ein bisschen schneller jetzt. Ach. Und wenn der ein bisschen vom Level her aufsteigt, können wir da auch noch einiges machen. Da drüben haben wir ja auch noch einen stehen. Die Stadt ist jetzt eigentlich auch schon so halbwegs in unserem Besitz, sage ich jetzt mal. Heißt, wir können da mit dem mal ein bisschen abziehen jetzt, so langsam aber sicher. Hier, jetzt nehmen wir mal. Ups, jetzt nehmen wir mal so hier. Komm mit. Und jetzt stellen wir mal ja, hier einfach in die Provinz. Lassen wir mal laufen. Der kann jetzt mal hier stehen. So. Des Weiteren, wir machen eigentlich ganz gute Einnahmen. Ist eigentlich ganz cool. Und des Weiteren werden wir mal sehen, was so abgeht noch im Let's Play. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie ich finde. Wir haben viele Gegner. Es hat sich, haben sich ja, eigentlich 1, 2, 3 mächtige Reiche gespielt, gebildet, 2 mittelmächtige, wobei die jetzt ausgelöscht werden, und 3. Ja, 4 relativ schlechte, so nach dem Dreh rum. Dann natürlich noch unsere Vasallen, aber die zählen jetzt einfach mal zu unserem Land dazu. So. Ach, wir haben hier gar keine Vasallen, fällt mir gerade ein. Sorry, Leute. War Vorlauf der Samurai. Ja, ist egal. Also mit den Taira müssen wir uns sowieso irgendwann noch anlegen, aber momentan bin ich nicht so erpicht drauf, mich mit denen irgendwie ein bisschen zu streiten, um ehrlich zu sein.
Ja, die Fukuhara Taira sind jetzt mit uns im Krieg und sind auch schon in irgendeiner Provinz. Das ist natürlich ganz toll. Ja, hier sind sie. Oh mein Gott, mit einer richtig starken Armee. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach mal so. Unsere Hauptstadt oder unsere Stadt, da wird jetzt gleich fallen. Aber wir ziehen lieber mal eben die Truppen da raus. Einfach aus dem Grund, es sind ein paar Schwertkämpfer, die können wir lieber so noch gebrauchen. Minus 6, oh mein Gott. Eins, zwei, oder machen wir eins, zwei, drei, vier. Vier, und dann noch die Steuern raus. Muss gehen. Einigermaßen so. Ah, jetzt können wir sogar nochmal zwei Einheiten rausnehmen hier. Eins, zwei. So. Wir brauchen jetzt alles mal eben, um die Armee da zurückzuschlagen, die hoffentlich nicht sehr stark ist. Hier müssen wir mal schauen, wie viele Einheiten können wir hier rausnehmen. Sagt die Stadt. So, da stecken wir noch ein, zwei Einheiten rein. Ja, machen wir die hier und das sollte dann erstmal genügen für die Stadt und dann hauen wir die da rein. Laufen dann mal hier ungefähr hin. Nehmen die Armee, stecken sie auch da hin dann ungefähr. Und schauen dann mal, was man hier alles rausnehmen kann. Hier kann man alles rausnehmen, das ist natürlich cool. Wobei das natürlich nicht so toll ist. Ja. Hier, die da kann doch auch Leute töten, kann das sein? Verführen, ah, okay, gut, das bringt mir nicht so viel. Klar wird es mir was bringen, aber es müsste halt eben erfolgreich dafür sein. Das ist halt momentan nicht. Ist natürlich jetzt wieder schlecht, die Kriegserklärung war nicht sehr schön für uns. Ich hoffe, dass wir die Armee so schnell wie möglich zurückschlagen können. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir unsere Flotte trotzdem noch weiterhin ausbauen. Weil anscheinend mögen unsere Gegner ja die Seefahrt und haben auch ziemlich viele Schiffe. Da müssen wir schauen, dass wir da nicht ins Hintertreffen gelangen. Oh, machen wir mal hier leichtes Begleiterschiff, das bringt es ja natürlich sehr. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Schiffe gebaut. Die kosten natürlich alle ein bisschen viel Geld und brauchen auch eine Weile zum Rekrutieren, das ist klar. Aber wir brauchen auf jeden Fall einige dieser Schiffe. Vor allem hier seht ihr mal, was da alles noch für Flotten rumstehen. So, jetzt beenden wir die Runde auch. Dann kommen wir eilig. Natürlich durchaus sehr schade, aber arg viel können wir dafür jetzt auch nicht tun. Ja, gut, schade eigentlich. Ich hoffe nur, dass die dann hier auch rauskommen aus der Stadt, weil sonst müssen wir die Stadt angreifen. Ich denke, das könnte sich jetzt sehr, sehr verlustreich abspielen. Das ist natürlich noch geiler. Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, die Schlacht müssen wir spielen. Und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Kampagnenkarte. Ich meinte natürlich übrigens auf der Schlachtkarte. Die Fechtung ist jetzt nicht sehr vorteilhaft für uns, sagen wir es mal so. Ist das Problem. Und wir haben wieder eine Regenschlacht. In letzter Zeit mag mich anscheinend der Regen in Shogun. Ja, ist auch nicht so schlimm jetzt. Ich find's viel cooler, wenn es hier Häuser geben würde, aber das gibt's halt leider nicht. Okay, dann kommt unsere Verstärkung. Verstärkung, hallo? Ah, dann kommt unsere Verstärkung, woher? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Schon sind wir tot.
So. Mal eben hingehen. Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Jetzt muss man hier eine Weile die Stellung halten, wenigstens. Ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein, dass man hier hinten startet und dass dann da auch gleich Gegner stehen, das ist natürlich nicht so toll. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Ich glaube nicht, dass wir die Schlacht gewinnen, um ehrlich zu sein. Nein, das sieht sehr schlecht aus. Weil die Stadt wird jetzt schon halt eben erobert im Prinzip gleich. Wir haben ein paar Minuten Zeit, um da hinzukommen, aber das wird man kaum schaffen, denke ich mir. So wie ich die KI kenne, wird es jetzt erstmal gleich da erobern gehen. Ups. Ich mal nicht feuern, Leute. Ja eben, jetzt haben wir noch, ach, eine Minute haben wir nur Zeit. Das wird man wohl kaum schaffen, die in einer Minute da von diesem Hauptplatz da vertrieben zu haben. Ja. Sehe ich eher schwarz, aber wir können vielleicht noch ein bisschen was holen. Ja, vor allem nicht, wenn unsere Leute da 20 Sekunden einfach nur dumm rumstehen. Das ist natürlich extrem geil. Ja, das war jetzt gleich die Schlacht. Schade eigentlich. Sehen uns jetzt gleich wieder auf dem Kampagnenbildschirm. Denke ich mir, oder? Sie spielen die Schlacht weiter? Nee, tun uns nicht. Also wir sehen uns jetzt gleich wieder auf dem Kampagnenbildschirm. Bis dann. So, ja, wir haben unsere Heimatprovinz verloren. Was halt nicht gut daran an der ganzen Sache ist. Ja, komm, lass es. Ist ja gut, meine Herren. Was halt an der ganzen Sache ein bisschen schlecht ist, muss man mal so sagen. Ich hätte eben, oh mein Gott, da kommt jetzt die nächste Armee auch noch. Oh. Ist nicht sehr schön momentan. Boah, das könnte man schlagen hier, würden vielleicht sogar gewinnen. Mal überlegen. Nee, das bringt nicht viel. Die werden uns halt eben zermalmen. Um ehrlich zu sein, ich glaube einfach mal, dass wir sowieso nichts mehr rausholen können, weil, Leute, man muss es einfach mal so sehen, wir sind viel zu schwach und unsere Gegner sind halt einfach viel zu viele. Ich weiß, ich habe gesagt, ich will bis zum Ende durchspielen, aber das, oder halt bis zum Ende spielen, selbst wenn wir verlieren und so. Aber mal ganz ernsthaft, es bringt nichts mehr. Wir haben im Prinzip die Kampagne verloren, kann man mal so sagen, weil einfach, wir schaffen es nicht mehr. Wir haben zwar noch einige Jahre Zeit und schön und gut und so, und ich könnte mich jetzt zurückziehen und so und mich da oben ein bisschen aufbauen und dann wieder angreifen, aber wenn man es mal ganz genau sieht, haben wir eigentlich nicht mehr so eine große Chance, weil, okay, 12, 19, das sind jetzt noch ein paar Jahre übrig, aber trotzdem, wir müssen uns dann wieder mit den ganzen Gegnern hier stellen und die sind einfach zu stark für uns, sagen wir es mal so, und deswegen würde ich einfach sagen, wir haben im Prinzip jetzt
verloren. Okay. Und klar kann ich jetzt noch hier die Schlachten spielen und alles und mal schauen, wie es ausgeht, aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir gegen die Armee hier, beziehungsweise die Armee hier gewinnen können. Beziehungsweise da kommen ja noch mehr Armeen, da steht auch nochmal eine. Ich glaube nicht, dass wir da dagegen gewinnen. Und Geld haben auch kaum noch. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen das einfach so. Ich werde das Video hochladen und so weiter und so fort. Ihr werdet es euch anschauen. Und dann kann man ja, ich würde sagen, wir fangen damit den Taira oder mit den Fujiwara nochmal neu an. Das wird dann einfach hier dran gehangen. Das heißt dann einfach Part so und so. Geht einfach weiter. Wird also anschließend gleich reingehauen. Ist zwar ein bisschen schade für mich im Prinzip, aber weil ich ja eigentlich noch was anderes machen will. Aber ich denke, Fall of the Samurai läuft momentan ziemlich gut und deswegen ist das auch nicht so schlecht. Dann machen wir hier einfach nochmal mit den Yashima Taira vielleicht oder mit den Fukuhara Taira und versuchen es nochmal. Klar, ein bisschen peinlich für mich auch, dass ich jetzt verloren habe und so, aber eigentlich haben wir ja, wie gesagt, nicht verloren, aber die Gegner haben einfach viel zu viele, sind an Gegnern. Ich meine, wir können mal hier kurz durchsehen. Es gibt 2, 4, 5, 6, 7, 8 Länder. Davon sind wir mit 2, 3, 4, 5 im Krieg, okay? Und die restlichen 3 sind sowieso einfach nur schwach. Eigentlich, klar, die könnten wir uns jetzt holen und so, aber mit was für einer Armee? Ich meine, wir haben nichts mehr. Es lief am Anfang ziemlich gut, aber dann lief es einfach nur noch schleppend. Und durch die dauernden Kriegserklärungen oder irgendwas, guckt, Leute, hier kommt wieder eine Armee. Das können wir total vergessen. Ich würde sagen, wir fangen dann einfach neu an mit den Yashima Taira. Ja, ich hoffe trotzdem, dass euch das Let's Play soweit gefallen hat. Auch wenn es natürlich nicht immer so gut lief. Aber ich finde, es macht vielleicht beim Zuschauen mehr Spaß, als wenn man immer gewinnt und sowas. Und ja, deshalb würde ich einfach vorschlagen, fangen wir mit einer neuen Fraktion das Spiel nochmal an und versuchen es das mal einfach besser zu machen, beziehungsweise ich versuche es einfach besser zu machen und hoffe, dass ihr trotzdem noch weiterhin zuschaut. Ich bedanke mich für eure Klicks, für eure Likes und für eure Kommentare soweit. Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal mit einem anderen Volk. Bis dahin, ciao.